Oh, Fall abgeschlossen. Ja, da, M wie mysteriös, so. So geht's nämlich doch weiter. Alles weg. Die Sache hat sich zu einer spannenden Herausforderung entwickelt. Lucky Joe ist hinter Gittern, aber die belastenden Unterlagen wurden von einer anderen Person gestohlen. Ich konnte sie nicht ausfindig machen und der Geheimdienst des Vereinigten Königreichs steht mit leeren Händen da. Ich bin im Besitz der Nachricht von einem gewissen M, die Lucky Joe erhalten hatte. Dieser M scheint hinter dem Diebstahl von Professor Herrings belastenden Unterlagen zu stecken. Lucky Joe sagte, dass er die Nachricht im Hotel I Palazzo de Lusso erhalten hatte. Ja, und wir hatten doch eine Nachricht, dass das Zimmer, ich glaube 221 sein sollte, wo wir ihm begegnen. Da ist es doch, ja. Ne, 227, okay. Aha. Spannend, spannend. So, wir sollten jetzt vielleicht erstmal gerade die Schatzsuche abgeben. Für den Fall, dass wir dann eine neue bekommen. Damit wir wissen, wie alles aussieht. Hallo. So. Einmal dahin. Da ist er doch. Treasure maps from the governor. Find 8 and come back for more. Juhu. Ich habe fotografische Hinweise für weitere Schatzkisten erhalten. Weiter geht's. Okay. Ja. Schauen wir doch mal, ob uns irgendwas bekannt vorkommt. Wie viele Schatzinselrunden gibt's denn? Großes Depot. Bahnstrecke kommt mir gerade nicht bekannt vor. Könnte in Silverton sein. Felsiges Ufer. Eine Brücke. Das ist dort, wo der Zeppelin drüber fliegt. Ich weiß nicht, ob es bei der Altstadtbrücke ist. Die hatte doch nicht so eine Überdachung, oder? Bröckelnde Säule. Okay, das ist ziemlich schwierig zu erkennen. Ein kleiner Park. Sieht zwar ein bisschen so aus wie der Park, wo wir den ersten M-Auftrag bekommen haben, aber da war ja auch eine andere Schatzkiste, deshalb weiß ich nicht, ob das sein kann. Geheimer Seeblick. Turm bei einer Brücke. Dann haben wir eine Festung. Stillgelegte Mine. Miners End oder Silverton. Okay. Wollen wir jetzt hiermit weitermachen? Ins Hotel rein? Ja, warum nicht? Warum nicht? Guests of Cordona. War da nicht auch eigentlich ein Schnellreisepunkt direkt beim Hotel mal gewesen? Hm.
Extra! Robins finally put in cage. The entirety of the Robins gang, including their leader Lucky Joe, finally arrested. Interested in some Cordona news? Mhm. Drosseln endlich im Gefängnis. Check the front page. You won't regret it. Das sagt die mir jedes Mal und irgendwie habe ich es schon oft bereut. Auf einen Schlag konnten heute alle Mitglieder der Drosselbande festgenommen werden, darunter auch Lucky Joe, der berüchtigte Kopf der Bande. Den Ganoven werden mannigfaltige Vergehen zur Last gelegt, darunter Erpressung, Raub, illegale Wetten und Mord. Bei der Razzia der Polizei konnten zahlreiche belastende Dokumente sichergestellt werden, welche die Bande genutzt hatte, um wohlhabende und einflussreiche Persönlichkeiten zu erpressen. Da diese Dokumente brisante Informationen enthalten, finden die Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Die belastenden Dokumente werden im Anschluss an die Verhandlungen vernichtet. Also irgendwas stimmt hier echt nicht mit dem Laufen. Müsste ich wahrscheinlich das Spiel neu starten, damit er wieder normal läuft. Also so nochmal extra schnell. Außer er macht das nur im Kampf und ich bin gerade total verwirrt. Ich hoffe, ich kann mir merken, wie das alles ausgesehen hat von dem... von der zweiten Schatzinselrunde. Ist das eine alte Kirche? Nee. Mm-mm. John? Okay. Is that you, Mr. Holmes? Please, come in. Now that the police have finished their investigation, Il Palazzo del Lusso has finally reopened. Okay. Can I help you, sir? Ich muss ins Zimmer 227. Good day. I'm looking for room 227. An acquaintance of mine has invited me to visit him. Oh, Mr. Holmes, what a delight to see you again. Professor Malice told me he was expecting someone, but I didn't know it would be you. 227 is upstairs and to the left. He said you should spare him the trouble and let yourself in. Here's the key. I'm sure he'll be thrilled to see you. Professor Malice. Yes. Yes, of course. Well, I'd best not keep him waiting, thank you. Dann mal los, okay. Was hat er gesagt? Links? Sherry, this feels awfully like someone has set a mouse trap and we're walking right into it. I have it under control, John. Was ist denn hier passiert? Really, Sherry? I don't like this. Please. Ja, John, was sollen wir denn machen? Room 227. This is it. See? Neither a trapdoor nor a self-firing gun. Tatsächlich ist gerade sogar niemand hier. A clean champagne flute. Für mich? Vielleicht? The first move has been made. Erwartet er, dass ich den zweiten Zug spiele? Anglo-Egyptian War looms. The champagne bottle is uncorked, yet still chilled and bubbly. The gall of this man. Someone's celebrating a victory, and I'm
not sure it's us. M is celebrating and wants us to know it. Hier, das ist der, der Selbstmord begangen hat. Jacob Haring, just a pawn in a complex chess match. Oder? Ach nee, das ist Jacob Haring. Okay. Ich dachte jetzt, das wäre der, der eine Brücke gesprungen ist. Sah so ähnlich aus. Die Agentin. So M did orchestrate her accident with unimaginable precision. Mhm. Also doch. A marked map of Cordona. We've visited most of these locations recently. The position of naval forces in the Mediterranean. This M has his sights set on bigger things. All these thefts, exactions, and deaths are the intricately entwined pieces of a greater plan, and we fail to influence it in the slightest. Nelson's Monument in Trafalgar Square, London. Hmm, schön. I am watching you. The hairs on my neck just stood up. Brief von M an Sherlock. Werter Mr. Holmes, ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich nicht persönlich anwesend bin, um Sie zu begrüßen. Ich habe hier eine Weile gewartet, aber wahrscheinlich habe ich Ihre Fähigkeiten überschätzt. Leider erwarten mich im Ausland wichtige Angelegenheiten und ich kann meine Abreise nicht länger hinauszögern. Mir bleibt nicht immer mehr Zeit, um all meine Habseligkeiten einzupacken. Wären Sie so nett und würden sich für mich im Zimmer umsehen, um festzustellen, ob ich etwas Wichtiges zurückgelassen habe? Ich wäre Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Tatsächlich mache ich mir bereits Gedanken darüber, wie ich Sie angemessen entlohnen kann. Die Zeit drängt, ich muss abreisen. M. What did it say, Sherry? That I failed, John. He's gone, tore through Cordona like a hurricane and left us to sift through the wreckage. Extensive handwritten notes on Sirius B. It appears M was studying up. General Garnet Wolseley. A dossier on General Garnet Wolseley, but now empty. I recognize this seal from Jacob Haring's mail. Mm-hmm. He left behind only what he wanted us to find. Infuriating. Hm. Tja. Das ist der Mann aber, oder? A family photo of the man ja. Who jumped off the bridge. Pity. Mm. Everybody has pressure points. What would happen if I pushed yours? Böse. Akte über die Familie Wellington. Daniel Wellington war ein wohlhabender Adliger, der während der Anfänge des Silberrausches im Jahr 1818 nach Cordona kam. Er investierte sein gesamtes Geld in den Bergbau und verdiente damit ein Vermögen. Daniel Wellington hatte 4 sehr verwöhnte Söhne, die allesamt für ihr schlechtes Gebaren berüchtigt waren und bei jedem Vergehen mit Bestechung ihren Hals aus der Schlinge ziehen konnten. Unter anderem prügelten sie einen Mann fast zu Tode und steckten einen Pub in Brand. Daniel Wellington starb 1859 im Alter von 67 Jahren und sein Vermögen ging an seinen ältesten Sohn Tom. Tom Wellington war im Gegensatz zu seinem Vater kein fähiger Geschäftsmann. Keine der Investitionen, die er tätigte, zahlte sich aus, doch der nach wie vor profitable Bergbau bewahrte die Familie vor dem Ruin, bis zum Jahr 1862, als die Minen erschöpft waren. Manch einer sagt, dass die Familie Wellington 1866 bankrott ging, doch tatsächlich war sie bereits 1863 ruiniert, als Tom Wellington Selbstmord beging und seine Frau sowie seinem 7-jährigen Sohn Reginald einen Schuldenberg hinterließ. Seine nicht besonders teilnahmsvollen Brüder waren nicht bereit, die Hinterbliebenen finanziell zu unterstützen. Die Bergarbeiter bekamen infolgedessen keinen Lohn mehr und verwüsteten das Anwesen der Wellingtons, wobei sie mit Schlimmerem drohten. Die Familie verkaufte das Anwesen, um ihre Schulden zu begleichen, und verschwand. Doch auch heute noch haben die Wellingtons auf Cordona viele Feinde. How many more dossiers like this does M possess?
Mysteries of Sirius B by Jacob Haring. Used, then discarded. Like everyone in his path. These people were not colleagues or co-conspirators, they were just implements M used to get what he wanted. We're too late, Sherry. M set this all up for us, knowing by the time we found it, he would already have left Cordona. No, no, there must be something I've missed. We can still catch him. There's nothing else here. It's over. You read his letter. He laid out this makeshift museum to taunt you. Don't give him the satisfaction. I will not cede defeat. I will treat this threat with the seriousness it deserves, which is to say, my absolute attention. Then you are giving him the win, Sherlock. Have you considered you might be out of your depth? He was sitting here in this very room, spinning his web around Cordona and beyond, manipulating and murdering people, using the Mediterranean as his playground like some sodding Napoleon of crime. Are you trying to suggest? I am not suggesting. I am stating outright that he is toying with you and you are too arrogant to avoid the bait. Sherlock, we stumbled into the lion's den. Now we must slow down, be smart, and make sure we get to walk out alive. Du hast womöglich nicht ganz unrecht. So what do you suggest? I know you want to catch him on your own, but it's time to face the facts. You lost. The smartest thing we can do now is lick our wounds and tell Mycroft everything. Mycroft? Now you are being hysterical. Look around you, Sherry. He's stealing secrets from the Crown, toying with navies, fermenting war. You cannot catch him alone. We will need all your brother's connections to stop this madman before he does worse. John könnte recht haben. Ich informiere Mycroft. Perhaps you're right. He could be anywhere in Europe, and the only practical way to find him is with Mycroft's eyes and ears. I shall endeavor to tell my brother the whole story as soon as I can stomach another humiliation. Good. Thank you. And it is not humiliation, it is humility. For now, we need to put this wretched affair behind us. M has gone. Best to focus on the reason we came to Cordona in the first place. You're right. I'm glad you were here. I'm always looking out for you, brother. Thank you, John. Now, shall we? Irgendwie ein komischer Abschluss. Komischer Abschluss. Also scheinbar wurde dieser Sirius B vielleicht dann auch benutzt, um den Fingerhut in den Tee von Jacob Haring zu mischen. Vermute ich gerade mal. Okay. Was haben wir jetzt noch? Hier weiß ich überhaupt nicht, was ich machen muss. Altstadt vielleicht, ne? So, unter Blinden vielleicht. Schüsse mit Augenmaß. Die Ruine, die kennen wir. Ich muss noch weiter, sonst kann ich nicht reisen.